Herzlich willkommen zur Vorlesung Flächenmonitoring. Ich möchte Ihnen in den folgenden Minuten einen kurzen Überblick geben, was Sie hier in den Übungen lernen können. Ich beginne mit einer kurzen Darlegung, wozu das Flächenmonitoring in der Praxis gebraucht wird. Es folgt eine Information zum Stand der Forschung. Danach verschaffen wir uns einen Überblick zu den Datengrundlagen des Flächenmonitorings und lernen erste Verarbeitungsmethoden kennen. Am Ende zeige ich Ihnen einige Ergebnisse des Flächenmonitorings, die Sie sich teilweise später auch selbst in den Übungen erarbeiten werden. Ein großes weltweites Umweltproblem ist die andauernde und in vielen Teilen der Welt sogar noch zunehmende Überbauung natürlicher Böden mit Gebäuden und Straßen für Siedlungszwecke. Damit geht natürlicher Boden verloren, der eigentlich dringend für die Landwirtschaft zur umweltverträglichen Erzeugung gesünder Lebensmittel gebraucht wird. Die Landschaft wird durch die Bauaktivitäten zersiedelt und durch Straßen zerschnitten, was wiederum die Biodiversität beeinträchtigt. Das Flächenmonitoring schafft detaillierte, quantitative Informationen, um diese Prozesse besser zu verstehen und unterstützt damit die Umsetzung einer nachhaltigen Flächenhaushaltspolitik. Die Anwendungsfelder des Flächenmonitorings sind vielfältig. Zuerst ist hier die Bestimmung der Flächennutzung und deren Veränderung zu nennen. Damit werden Grundlagen für Planungsprozesse geschaffen. So werden die Ergebnisse des Flächenmonitorings in der Stadt- und Regionalplanung genutzt, zum Beispiel für die Schulnetzplanung, oder die Bewertung der Grünflächenausstattung für die Klimaanpassung unserer Städte. Oder beispielsweise in der Energieforschung kann mit Gebäude- und Flächennutzungsdaten der Heizenergieverbrauch der Wohnbebauung großflächig abgeschätzt werden. Wie ist nun der Stand der Forschung? Ziel ist es, die Ergebnisse des Flächenmonitorings immer genauer, das heißt kleinräumiger und sicherer zu machen. Dafür müssen die Methoden des Flächenmonitorings immer weiter verbessert werden. Das beginnt mit Methoden der Datenerhebung und der Bewertung der Eignung und Qualität der verschiedenen Datenangebote. Im Mittelpunkt der Forschung stehen hier neue Satellitendaten des Copernicus-Programms und freie von Bürgern erhobene Daten. Ein weiterer Forschungsgegenstand ist die Erarbeitung neuer Berechnungs- und Analyseverfahren, die verschiedenen Eingangsdaten auch kombiniert auszuwerten. Hier geht es um die Verarbeitung großer Datenmengen mit Big Data-Technologien und GIS-Science-Technologien. Mit Indikatoren können die verschiedenen Aspekte der Flächennutzung und deren Veränderung beschrieben werden. Dafür müssen entsprechende Messvorschriften entwickelt werden. Dieses Bild zeigt eine erste der Herausforderungen im Flächenmonitoring: die hohe Aktualität der Eingangsdaten. Ist diese nicht gegeben, so ist die Aktualität zumindest sehr genau zu beschreiben. Welche Geodaten sind in Deutschland Grundlage des Flächenmonitorings? Das sind zunächst die geotopografische Beschreibung der Landschaft durch das Amtlich Topografisch-Kartografische Informationssystem ATKIS und das Amtliche Liegenschaftskaterinformationssystem ALKIS, beziehungsweise die Beschreibung der Flächenbedeckung durch das Landbedeckungsmodell Deutschland. Doch auch die Einzelgebäude werden inzwischen durch flächendeckende Datenprodukte wie Hausumringe und 3D-Gebäudemodelle beschrieben. Daten zum Verkehr werden insbesondere durch freie Daten der mCloud und OpenStreetMap bereitgestellt. Diese werden wir in den Übungen auch intensiv nutzen. Diese Folie zeigt Ihnen einen Überblick europäischer und weltweiter Geodatensätze. Hier möchte ich insbesondere auf das Copernicus-Programm der EU verweisen, das Satellitenbilddaten und daraus abgeleitete Datenprodukte kostenfrei bereitstellt, wie zum Beispiel den Land Monitoring Service. Einen davon, nämlich einen europaweiten Bodenversiegelungslayer, werden wir auch in einer Übung genauer kennenlernen und verarbeiten. Immer wichtiger wird ein offener Zugang zu den Daten, denn insbesondere Geodaten waren bzw. sind meist sehr teuer und wurden darum bisher ungenügend in Wissenschaft und Praxis genutzt. Heute stellen bereits 5 Bundesländer und viele, viele Kommunen ihre Geodaten kostenfrei im Internet bereit, Tendenz steigend. Wir werden Ihnen in Vorlesungen und Übungen, in Fallbeispielen, Methoden des Flächenmonitorings nahebringen.
Dabei werden wir von einer Aufgaben- oder Zielstellung ausgehen, suchen uns geeignete Geodaten zur Problemlösung, wenn immer möglich freie Geodaten, bereiten diese auf, kombinieren sie auch mit statistischen Daten und analysieren diese dann. Am Ende der Verarbeitungskette steht die Visualisierung der Ergebnisse, um diese für jeden leicht verständlich zu machen. Unter Flächenmonitoring verstehen wir die fortlaufende Beschreibung des Status quo der Flächennutzung und deren Veränderung im Zeitverlauf. Wir betrachten dabei verschiedene Themenfelder, unterschiedliche Raumebenen und schauen in die Vergangenheit zurück, wozu wir historische Karten analysieren. Wir schauen aber auch mit Hilfe von Prognosen und Szenarien in die Zukunft, um die Flächenentwicklung zu prognostizieren. Nun folgt eine Reihe von Ergebnissen des Flächenmonitorings. Hier sehen Sie eine Karte von Deutschland mit dem Anteil der Siedlungs- und Verkehrsfläche der Bundesländer und auf der rechten Seite die Ergebnisse der Analyse des Flächennutzungswandels, zum Beispiel welche Flächennutzung erfolgte auf ehemaligen Landwirtschaftsflächen. Hier wird auf der linken Seite der Verlauf der baulichen Entwicklung in Deutschland gezeigt und auf der rechten Seite der Anteil überschwemmungsgefährdeter Gebiete an der Fläche der jeweiligen Bundesländer. Ein anderes Beispiel, welches wir in den Übungen vertiefen werden, ist die Berechnung der Bodenversiegelung aus Rasterkarten. Hier werden wir die mittlere Bodenversiegelungswerte aus 20 Megapixeln für verschiedene Gebietseinheiten von Bundesländern bis zu den Gemeinden zusammenfassen und in Karten visualisieren. Hier ein Beispiel für die Verknüpfung von Geodaten. In diesem Fall wird die Siedlungs- und Verkehrsfläche mit der Bevölkerungszahl aus der Statistik verknüpft. Das Ergebnis, die Siedlungsdichte, ist ein Maß für die Effizienz der Flächennutzung im Bereich Wohnen. Natürlich differenziert die Siedlungsdichte sehr stark zwischen Stadt und Land. So zeigt die rechte Abbildung die Abnahme der Siedlungsdichte von der großen Großstadt bis zur Landgemeinde und die linke Karte die Veränderung der Siedlungsdichte in Deutschland. Hier ein ganz anderes Beispiel, die Gebäudeklassifikation. Aus der Größe und Anordnung von Gebäuden, abgebildet in dem Geobasisprodukt Hausumringe, kann man mittels Klassifikation auf den Gebäudetyp schließen. Zum Beispiel, dieses Gebäude ist ein Einfamilienhaus, dieses ein Block oder eine Zeilenbebauung. Die Ergebnisse des Flächenmonitorings müssen leicht verständlich den verschiedenen Nutzern gezeigt werden. Hierfür eignen sich interaktive Karten, Tabellen, Graphen und Statistiken. Darum werden Sie den Monitor der Siedlungs- und Freiraumentwicklung, kurz IUA-Monitor, kennenlernen und intensiv mit seinen Geodiensten arbeiten. Wenn Sie das Skript zu dieser Vorlesung intensiv durchgearbeitet haben, wird es Ihnen leicht fallen, die Testfragen zu beantworten und danach mit den ersten Übungsaufgaben zu beginnen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und viel Erfolg.